diesbezüglich schon an den ÖFB, dass man das hier auf die Wege, auf die Beine gestellt hat, auf den Weg gebracht hat. Hand von Marko Arnautović vor 3 Tagen im Training, keine Absplitterung, aber es geht bei ihm und heute mit Ausnahme von Sabitzer, der nicht dabei sein kann, verletzt. Dani Alves wird ausfallen. Man erwartet, dass das bei der Weltmeisterschaft anders sein wird und das so eben fit wird und geworden ist, muss hier in dieser Partie starten zu dürfen. Hat sich das allemal verdient aufgrund herausragender Leistungen, vor allem auch in Salzburg. Und natürlich David Alaba heute hier mit dabei. Noch einmal hoch engagiert, hoffentlich österreichische Nationalmannschaft, bevor es dann für die Österreicher, muss sagen, leider in den verdienten Sommerurlaub geht, werden dann so richtig erst Reise- und Leistungsstress bei Neymar und Co. beginnt bei der Weltmeisterschaft zum Auftakt dann gegen die Schweizer. Schiedsrichter ist Viktor Kasai aus Ungarn, der wird auch nicht dabei sein bei der Weltmeisterschaft, hat aber bei seiner Endrunde Willian. Schafft sich auch Platz und dann versucht sich Casemiro von Real Madrid, hat er mal abgezogen. Keiner, der wirklich fürs Tore-Schießen an sich zuständig ist. In der Seleção hat er noch nie getroffen, aber können hätte er es auch. Viel näher war er noch nicht dran in seiner Länderspielkarriere an einem Treffer. Neymar und Lindner. Es ist immer noch zu viel Platz. Ist noch zu viel Platz. Auch Willian könnte sich da durchaus mal schneller anstellen drüben und das 1 gegen 1 versuchen. Das wird bei einem Härtefall wie bei der Weltmeisterschaft auch der Fall sein. Dann natürlich versucht man Neymar in Position zu bringen. Den darf man auch aus dieser Position nicht schon. Hinterecker. Hört auch wieder eine Variante. Ja, aber auf Alisson Becker. Ja, ja. Wieso nicht? Alessandro Schöpf. Faustabwehr ist sehr in Ordnung, auf 25 Meter hinaus. Marco Iva ist 8 Jahre alt und er sucht. Jetzt hat er geduldig und sozusagen richtig gewartet. Hallo, Toric! Oh, da geht aber durch! Aber dann wird es ein wenig spitz. Genau, haut auf! Und noch einmal und Arnautović! Das ist die erste Top-Möglichkeit für Österreich. Fein gespielt. Da hat dann für einen Moment auch die Abwehr der Brasilianer ganz schlecht koordiniert gewirkt und Arnautović. Willian jetzt über links. Coutinho. Wow. 120 Millionen vorab, da kann er was dazukommen. Wahrscheinlich auch noch eine kleine Sonderprämie fällig, wenn er dann Weltmeister wird. Der war gut geschossen und ich glaube sogar die Abwehr von Lindner absolut nötig. Coutinho. Oh, schwerer Pass auf den Schöpf. Marcelo. Und dann Drago. Neymar. Oh. Unglaublich stark am Ball, was die Brasilianer hier aufführen. Und dann wird schon wieder gefährlich. Neymar. Na, na. Aber das hier. Oh! Zentimeter. Paulinho. Noch steht er im Abseits. Dann nicht mehr.
Schlüssel, ein paar Zentimeter weiter zurück und die nächste Chance. Na, das war hier nichts an Neymar. Hinteregger. Marcelo. Jesus. Und der ist drin. 1:0 für Brasilien. Auch in dieser Szene hat mir ein bisschen die Aggressivität gefehlt, die man braucht. Just in einer Phase, in der die Brasilianer sich da vorne gefährlicher gemacht haben. Marcelo von weit raus. Und dann Gabriel Jesus macht das blitzsauber von Manchester City. Sein 10. Länderspieltor. 21 Jahre jung, setzt ihn da brillant ins lange Eck. Keine Abwehrchance für Heinz Lindner. Und damit, ja, muss man sagen, schon natürlich verdient die Führung für die Seleção. Das war sozusagen die dritte Chance in Folge, fast en bloc bei den Brasilianern, die dann zum Erfolg geführt hat. Das ist der Distanzschuss von Marcelo und der Abpraller fällt dann Jesus vor die Beine. Aber genauso kann natürlich auch einmal dominantes Spiel enden. Ein bisschen Ballglück und oft viel Platz für Brasilien. Schuss für Coutinho. Chance Nummer. Dragovic bietet sich wieder gut an im Lauf. Arnautovic macht das fein. Also schön gemacht von Marco Arnautovic. Wenn da ein Österreicher vielleicht wirklich nur scharf angeschossen worden wäre und nicht auch noch eine Bewegung zum Ball gemacht hat, dann könnte man das vielleicht so interpretieren. Ja, ein Nebengeräusch für die Führung. Soll es ein bisschen forscher drauf gehen, ein bisschen mehr versuchen, nach vorne zu spielen, früher zu attackieren. Wird kein leichtes Unterfangen. Schauen wir mal, wie die Mannschaft das umsetzen kann, der bisher nicht da war in Hälfte 2. Aber jetzt. Coutinho. Ein zweiter Versuch eigentlich. Und auch den bringt er nicht wirklich gefährlich aufs Tor. Schalten 4-3, aber das war nichts. Willian. Dragovic. Oh. Das war natürlich Sonderklasse. Neymar. 2:0, 63. Minute. Das darf man ihm nicht geben. Der Torschütze, die Nummer 10, Neymar. Genau sowas haben die Brasilianer noch gebraucht, rechtzeitig vor Russland. So ein Treffer ihres Superstars, Dragovic, einmal, zweimal. Und dann schiebt er den vorbei an Heinz Lindner, der hier natürlich auch machtlos ist. Das ist einfach zu gut. 1-1 durch die Beine von Heinz Lindner. Gut, ist ihm weiß Gott nicht anzukreiden. Ja, fast ähnliche Situation wie bei seinem Comeback-Treffer gegen Kroatien. Auch da auf engstem Raum kurz die Gegner vernascht. Und dort hat er hoch eingeschossen, hier flach. Zu gut. So, und damit Treffer Nummer 55 in der Seleção für Neymar und damit egalisiert er den Wert von Romario. Der nächste ist dann schon il Fenomeno. Ronaldo, der hält bei 62, das könnte sich nur mit einer... Danilo, Jan. Oh. So aufgepasst.
aufgepasst, denn natürlich kann man gegen Brasilien auch unter die Räder geraten. Spielerwechsel bei Österreich aus dem Spiel der Paulinho. Ah, wird schon wieder gehört. Achtung, aufgepasst, das ist das 3:0. Ja, so kann man ihn natürlich nicht stoppen. Aus vollem Lauf heraus. So, wer war's für Mino? Coutinho. Coutinho. Ja, aus vollem Lauf. Herrlich erledigt. 3:0 jetzt. Unsere Nummer 3, bitte mal einen Applaus für Alexander Dragovic. Ja, so kann es dann natürlich laufen, wenn man ein bisschen hier hinten noch aufmacht, weil man nach vorne noch was versuchen will und dann sind auf einmal die an die Querlatte der Ort. Abseits. Auf einen Moment auch noch die Möglichkeit für Marquinhos da. Hier Coutinho, dieser Superheber, aber genau an die Querlatte. Mit einem Sieg gegen Österreich im Gepäck. Wie hoch er ausfällt, ist noch nicht klar. Hierländer. Ah. Alisson Becker kann und muss heute auch ein erstes Mal. Es ist ausgeblieben. Neymar verabschiedet sich hier mit dem 2:0, ehrlich gemacht im Solo. Hat gut durchgehalten, nur abbekommen, nichts Dramatisches. Douglas Costa für die letzten paar Minuten für den Superstar neu in der Mannschaft. Nicht schlecht. Fast aus dem Stand. Sein zweiter Schuss in Richtung Tor. Alisson wäre dran gewesen. Wäre dort gewesen. Aber wieso nicht? Den einzigen echten Torschuss, also der auch aufs Tor gekommen wäre, abgegeben von Hierländer. Natürlich hat sich auch das mit Deutschland ein bisschen relativiert. Ups, gepasst. Dem 1:2, der 2:1-Erfolg über Saudi-Arabien ist auch beim Weltmeister die Kritik groß geworden. Bei Dresden in Wirklichkeit gilt das für David Alaba, aber der hat heute natürlich alleine auch nichts ausrichten können. Die Schlacht hier ist geschlagen, es war keine Schlacht, es war ein perfekter Generaltest für die Brasilianer und es war eine Partie, die okay war in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten ist zu wenig gekommen, kein Aufbäumen, keine Reaktion. Aber eben auch gegen einen übermächtigen Gegner, der vor allem personell einfach mehr als